So machen wir das. So, ich sehe noch keinen roten Punkt, aber der kommt bestimmt gleich. Doch, du kannst starten. Ja, gut, dann starten wir doch auch. Inzwischen sind wir schon 32 Teilnehmer. Herzlich willkommen zum sechsten Corporate Learning Sprint. Heute geht es ja um das Thema Lernen agil und Lean, die Erweiterung der Handlungskompetenz im Arbeitsumfeld. Und ja, ich begrüße erstmal alle Teilnehmer aus den unterschiedlichen Regionen. Und wir haben heute auch ein paar Teilgeber, die verteilt sitzen. Nämlich das heutige Sprint-Team ist verteilt. Lydia Keldenich aus Köln, Heinz Eretkamps ebenfalls aus Köln. Und der Sascha Parastedi berichtet heute aus Berlin. Und ich hatte vorhin schon erzählt, ich komme aus Hameln, also im Weserbergland, und werde heute die Moderation übernehmen. Ja, wir haben uns das folgendermaßen vorgestellt heute. Wir werden mit drei kurzen Impulsen arbeiten, wie schon auch in dem Blogpost angedeutet. Das heißt, der Heinz wird gleich starten und in diesen Handlungsrahmen Agilin einführen und dabei Bezug nehmen auf den Blogpost. Anschließend wird der Sascha aus der Praxis berichten, wie also dieser Handlungsrahmen in der Praxis zur lernenden Organisation führt, beziehungsweise diese fördert. Und last but not least wird Lydia dann darüber berichten, wie man einen solchen Handlungsrahmen auch für Trainings einsetzen kann. Heinz, magst du starten? Gerne. Ich muss jetzt noch ergänzen oder verbessern. Lydia kommt nicht aus Köln. Sie kommt eher aus der verbotenen Stadt. Eieieiei. Hättest du Ja, das mal nicht wobei, gesagt. ich lasse das schon gelten, weil der Firmensitz ist ja Köln. Ich bin ja flexibel, um es Okay, mit ihr kommt anderen aus dem Worten zu sagen, Rheinland. agil. Genau. Ja. Gut. Heinz Eretkamp, ich habe 17 Jahre meines Lebens in der Automotive-Zuliefererindustrie verbracht, ein hartes Business. Bin einer der Pioniere, die Scrum agil in den Non-IT-Bereich getragen hat, und bin damit seit 10 Jahren erst innerhalb eines großen Automobilkonzerns Johnson Controls unterwegs gewesen. Und seit vielen Jahren freiberuflich unterwegs und habe mittlerweile eine eigene Firma gegründet mit einer Akademie. Und die Akademie ist mir sehr wichtig, weil ich möchte, dass diese Kompetenz in die Welt kommt. Und wir haben ein bisschen was in einem Blog geschrieben, und die Fragen dazu, die da gekommen sind, hat mir nochmal sehr bewusst gemacht, wie unterschiedlich das Verständnis von Lernen ist. Und wir starten jedes unserer Workshops, jedes unserer Sessions starten wir mit so einer kleinen positiven Energieübung, um so ein Priming zu machen. Ich würde euch gerne ein Beispiel von Lernen geben, das ein Zauberlächeln in mein Gesicht gebracht hat. Ich habe einen Enkel, der ist jetzt gerade 1 Jahr geworden, und der war am Sonntag zu Besuch. Und die hatten so eine kleine Thermoskanne dabei, die schien er zu kennen. Und er hat dann selbst an diesem Verschluss so rumgedreht und hat ja noch irgendwie abbekommen. Und dann muss man ja darauf drücken, damit man die Flüssigkeit rausbekommt. Das hat er also auch schon verstanden gehabt mit 1 Jahr. Und geht mit seinen kleinen Fingern auf dieses Element zum Drücken, war aber nicht stark genug. Dann habe ich meinen Finger daneben gelegt und habe dann mit meinem Finger drauf gedrückt. Und dann beim nächsten Mal nimmt er meinen Finger und drückt meinen Finger auf diesen Schraubverschluss. Und das fand ich so erstaunlich, wie schnell Kinder das lernen und wie er meinen Finger mit 1 Jahr schon als Werkzeug benutzte. Das hat also wirklich mir ein Lächeln aufs Gesicht gezaubert. Ist ja selbstgesteuertes Lernen, würde ich sagen. In der Welt, aus der ich komme und groß geworden bin, und auch das, was ich jetzt mache, spreche ich immer von Kompetenzaufbau. Und dieser Kompetenzaufbau hat, sagen wir mal, zwei Kunden.
Der eine ist der Mensch, der Kollege, der die Kompetenz aufbaut, und der andere Kunde ist das Unternehmen, das die Kompetenz damit auch dann umsetzt. Und diese Kompetenz wird manifestiert, indem Teams etwas mit dieser neuen Kompetenz etwas schaffen, was vorher nicht da gewesen ist. Also alles, was wir heute machen, geht in diesen Hintergrund. Und ich war gestern beim Kunden und der Taxifahrer, ich kam mit ihm ins Gespräch, der fragte mich, was machen Sie denn? Und ich habe ihm gesagt, ich helfe Entwicklungsabteilungen, sich zu entwickeln. Und ich denke, das kann man jetzt auch noch größer fassen. Letztlich machen ja die meisten von euch, helfen ja auch Menschen, Teams, Abteilungen, Organisationen, sich zu entwickeln. Und wir haben uns jetzt einfach auf Entwicklungsabteilungen spezialisiert, weil es da einfacher ist, eine Vision, ein gemeinsames Ziel zu erzeugen. Also wenn ich eine Produktvision habe, die kann ich in ein Team bringen, dann fangen Menschen an, dafür zu brennen. Und das ist für mich die erste Voraussetzung, was es braucht, ein gemeinsames, emotional aufgeladenes Ziel, warum ich denn meine Komfortzone verlassen soll und warum ich denn etwas lernen oder warum ich diese Kompetenz aufbauen soll. Und das kommt oder führt dann zu dieser Frage, wozu? Wozu mache ich das? Und bei den Kunden letzte Woche oder diese Woche war die Frage, ja, wir müssen digitalisieren, wir müssen in der Cloud arbeiten. Ich habe gesagt, ich möchte nicht wissen, ich möchte wissen, nicht wissen wie, sondern ich möchte sagen, wissen wozu. Und ich glaube, das ist das Erste, was es bedarf, dass man, wenn man jetzt eine andere Kompetenz oder eine Kompetenz erweitert, einfach dieses Wozu in den Vordergrund stellen muss. Wozu mache ich das? Und in meinem Umfeld ist das relativ einfach. Ich baue Kompetenz auf, um für Kunden und für Organisationen einen Mehrwert zu erzeugen. Und damit ist das nicht mehr beliebig. Da gibt es eine Unternehmensstrategie, da gibt es das, was der Kunde braucht, was ein Zauberlächeln bei ihm erzeugt. Und deshalb ist das ein sehr, wie soll ich das sagen, ein ausgerichteter Kompetenzaufbau. Und da fängt man nicht irgendwo bei Null an, sondern da ist ja schon viel Kompetenz in dieser Welt. Und das ist das, was ich manchmal bei Barcamps sehr schmerzlich erfahre, wenn ich da irgendwas oder eine Session zu agil anbiete. Da sind dann 20 Menschen und 20 Menschen haben ein unterschiedliches Bild zu dem, was agil ist. Und jeder diskutiert dann aus seiner Wahrnehmung heraus. Und das geht im betrieblichen Umfeld aus meiner Sicht, wenn es darum geht, gezielt Kompetenz aufzubauen, nicht. Dann muss man erstmal schauen, was ist denn überhaupt da? Und habe ich diese ganze Kompetenz? Kompetenz heißt für mich auch immer, es anzuwenden. Also wie schaffe ich es, das, was ich jetzt gelernt habe, im praktischen Leben umzusetzen, um damit Ergebnisse zu erzielen? Lydia, magst du mal eben das Bild aufzeigen? 70. Und dieses Bild, was wir gepostet haben, ich kann es noch nicht sehen, kann jemand es sehen? Okay. Moment. Jetzt kommt was. Bildschirm übertragen. Jetzt müsste was da sein. Ja, wird geladen. Kannst du es ein bisschen größer machen? Geht das bei dir oder ist es wahrscheinlich nicht, ne? Ich glaube, wir können das gut erkennen, so Heinz. Okay. Und da steht jetzt ja auch Kompetenz entfalten.
Und ich spreche nicht von Lernen, ich spreche jetzt wirklich von Kompetenz. Und dieses 10% Wissen, das ist einfach das, was schon da ist. Und wenn ich jetzt an einen Flipped Classroom denke, dann muss man dieses Wissen ja nicht in irgendwelchen Präsenztrainings vermitteln. Aber es muss klar sein, welches Wissen die Kollegen sich aneignen müssen. Und diese 20% Instruction heißt dann zum Beispiel im Flipped Classroom anders, das in Übungen zu festigen. Und unsere Erfahrung ist es, dass es da einfach Anleitung braucht. Dass es jemand gibt, der in diesen, bei der Umsetzung des Gelernten einfach nochmal hilft. Und ganz wichtig ist dann dieses 70% selber tun. Und ich spreche jetzt also wirklich von einem Lernen oder einer Kompetenz für eine Organisation, die in einem Team entsteht, die in der Produktentwicklung entsteht oder wo auch immer. Und da entsteht auch neues Wissen. Und das ist jetzt nicht individuell, sondern es ist einfach Wissen, das der Organisation wieder zur Verfügung gestellt werden muss. Und deshalb gibt es Retrospektiven, deshalb gibt es Demonstrationen, deshalb findet der Austausch statt. Und idealerweise wird dieses neue Wissen fließt dann auch wieder in diese Wissensbasis rein. Und deshalb ist uns dieses neu entstandene Wissen, diese neu entstandene Kompetenz, die muss aus Organisationssicht weitergegeben werden. Und deshalb haben wir dieses Plus 10. Und für mich, ich bin gelernter Schreiner und für mich ist das so, dieser Ansatz aus der Lehre, es gibt Wissen, das in der Berufsschule, es gibt Sachen, die ich unter Anleitung eines Meisters mache und ich mache Sachen selber. Und idealerweise entsteht dann noch etwas ganz Neues. Also das ist das, was wir unter 70, 20, 10 verstehen. Kannst du noch mal ganz eben nach unten gehen, dann bin ich auch gleich fertig. Zu den Schutz- und Leitplanken. Und ihr seht in der Mitte dieses kleine Geschenkpaket. Und das ist es, was Produktentwicklungsteams und ich denke auch eigentlich in jedem Projekt passiert, auch beim Lernen, dass da ein Geschenk entsteht. Ein Geschenk für den Kunden, ein Geschenk für die Organisation und ein Geschenk für den Menschen, der es selber tut. Und das ist immer sinnbehaftet, hat eine Identität. Und schafft letztlich einen Mehrwert. Ich habe das einmal Profit genommen. Und da Menschen nun mal aus 5 Tonnen Bedürfnisse bestehen und 1500 Gramm Ratio, braucht es Leitplanken, um den Menschen zu helfen, zu diesem Geschenk zu kommen. Und diese Leitplanken haben wir mal mit Wahrheit, mit Erfolg, also kleine Erfolge auf dem Weg, mit Vertrauen und Selbstbestimmtheit benannt. Und die Schutzplanken ist eigentlich der Schutz vor der VUCA-Welt, weil in dieser VUCA-Welt keiner mehr produktiv sein kann, muss eine stabile, eine sichere, eine einfache und eindeutige Umgebung geschaffen werden. Und das geht über die Zeit. Und deshalb arbeiten agile Teams in Sprints, beziehungsweise Lean-Teams in Takten. Und die sind klein und überschaubar. Und durch dieses Kleinschneiden der Zeit wird die Welt wieder beherrschbarer, stabiler, sicherer, einfacher, damit letztlich wieder Energie in dieses Geschenk fließen kann. Das zur Erläuterung unserer Schutz- und Leitplanken und in 70-20-10. Ja, Heinz, vielen Dank. Ich schlage vor, wenn jetzt unmittelbar Fragen sind, dass ihr das bitte macht, indem ihr einfach euer Mikrofon freischaltet und die Frage dann auch direkt auditiv äußert. Dann muss ich nicht so viel im Chat verfolgen. Also im Chat ist bislang auch noch nicht so ganz viel passiert. Also hat jemand eine Frage dazu unmittelbar an Heinz? Die Fragen, die bei Discuss gestellt wurden dazu,
Die werden wir im Nachgang auf jeden Fall noch beantworten, damit es eben auch für alle dokumentiert ist und nicht nur für diejenigen, die jetzt hier an der Session teilnehmen. Gut, wenn unmittelbar jetzt keine Fragen sind, dann würde ich vorschlagen, Sascha, machst du weiter und berichtest aus der Praxis, wie bei euch dieser Handlungsrahmen, ja, das betriebliche Lernen, die lernende Organisation befruchtet hat. Genau, also könnt ihr mich hören? Ja, alles bestens. Okay. Ja, mein Name ist Sascha Parastani, ich bin hier in Berlin bei der Native Instruments GmbH, ein Agile Lead. Meine Firma, die stellt Hardware und Software für DJs und Producer her, also sehr von per se schon agiles, kreatives Umfeld. Und vor 5 oder 6 Jahren haben wir angefangen, in der Software die Methode, also die agile Methode Scrum einzuführen. Die eignet sich hervorragend für Software, aber nicht so hervorragend für Produktentwicklung, was der Heinz auch berichtet hat, dass er das auch damals versucht hat, bei sich im Automobilbereich einzuführen. Und wir haben vor 3 Jahren, glaube ich, die Agilin GmbH kennengelernt auf einer Konferenz und relativ schnell durch die Ausführung von Heinz dann mitbekommen, was hinter diesem Konzept steht, agile Methoden dann in der physischen Entwicklung einzuführen, und haben dann zusammen mit Ihnen ein Lighthouse-Projekt aufgesetzt, bei dem ich auch der Coach war und diese Prinzipien, die Heinz gerade gesagt hat, quasi in die Praxis umgesetzt haben. Es gab am Anfang natürlich viele Diskussionen, gerade weil unsere Ingenieure halt dieses alte Wasserfall entwickeln gewohnt sind. Also das heißt, man macht irgendwas, man bringt es zu Ende und dann übergibt man das an die nächste Abteilung und wartet quasi immer dann auf das nächste Ergebnis. Und was halt viel stattgefunden hat oder was halt viel stattfindet im agilen Umfeld, ist, dass man Sachen parallelisiert, modularisiert, miteinander entwickelt. Und das war natürlich so ein bisschen ein Paradigmenwechsel für ein paar Kollegen. Aber dadurch, dass man also gerade bei großen Hardware-Projekten eine große Komplexität hat und was Heinz gerade meinte, dass man den Entwicklungsprozess quasi in kleine Abschnitte teilt, erreicht man, also was auch ungewöhnlich ist für die Ingenieure am Anfang, aber man erreicht durch diese Kleinteilung erreicht man den Fokus quasi. Sie haben die Technik hat verschiedene visuelle Möglichkeiten, Sachen darzustellen. Und durch die verschiedenen Zeremonien, wo man sich zum Beispiel täglich trifft für 10 Minuten und sich updatet quasi, was man gestern getan hat, was man heute vorhat zu tun und wo denn Hindernisse sind, die man die vielleicht einen hindern würden, den jeweiligen Task zu tun. Dadurch, dass man sich jeden Tag trifft und unterhält, hat man quasi jeden Tag einen Moment der Wahrheit sozusagen. Also alle Teammitglieder kommen zusammen, wissen jeden Tag, wie der Stand des Projektes ist oder wie der Stand der jeweiligen Aufgabe ist sozusagen und können sich darüber verständigen. Und das Tolle an diesem Ansatz ist, dass quasi diese Kommunikation, die man sonst immer nach bestimmten Phasen hat, was weiß ich, eine Abteilung macht etwas fertig, gibt es dann der nächsten, und diese Kommunikation, die hat man jeden Tag. Und das ist das Essentielle. Und das ist auch da, wo auch der Mindshift sozusagen stattfindet, dass die Kollegen merken, okay, indem ich mit meinem Kollegen kommuniziere, kann ich Probleme lösen. Er hilft mir, ich helfe ihm und ich fokussiere mich für heute auf diesen oder jenen Task, mache ihn fertig, habe jeden Tag ein Stück Erfolg, weil ich Sachen auch zu Ende bringe jeden Tag. Und dadurch habe ich bei den Kollegen so eine Art oder kann man so sagen, so ein Mindset-Shift festgestellt. Also es wurde wirklich
Also wie gesagt, also es ist wirklich, dass die Kollegen jeden Tag besser werden, weil sie jeden Tag lernen, ihre Herausforderungen zu meistern. Also es sind nicht mehr die großen Berge, nicht mehr die großen Probleme, vor denen sie stehen, sondern es wird ihnen erlaubt, jeden Tag auf neue Probleme zu meistern. Und diese Erfolgserlebnisse und dieses Fokussieren, das hilft ihnen, also hilft unheimlich beim Lernen. Und das ist auch für die intrinsische Motivation, neue Dinge anzupacken oder Probleme zu meistern und nicht schon von vornherein dafür aufzugeben, ist es ein sehr großes Hilfsmittel. Also ich hoffe, also ich habe jetzt kurz den Rundum gemacht. Ich denke, dass ich hinterher in der Diskussion nicht noch einige Fragen beantworten kann, aber ich hoffe, es ist relativ klar geworden, wie wir uns hier verbessert haben bei Native Instruments. Wir sind natürlich nicht am Ende, Lernen hört nie auf, aber wir haben gute Schritte nach vorne getan. Vielleicht von mir noch eine kurze Ergänzung. Also unser Konzept geht es, die Kompetenz in die Firmen hineinzutragen. Und ich glaube, wir haben euch ein halbes Jahr, anfangs etwas intensiver, nachher sporadisch begleitet, also diese 20%. Und ich habe dann Anfang des Jahres eine tolle Mail von dir bekommen. Ja, genau, das habe ich jetzt in der ganzen, also wir haben das mit meinem Team und zwei anderen Teams hier bei Native Instruments getestet. Wir sind international aufgestellt, so zum Hintergrund. Also wir haben ein Production Office in China und ich bin dann im Januar und im März in China gewesen und habe dort auch zwei Teams aufgesetzt mit der Methodik. Und das hat sehr gut geklappt, trotz der kulturellen Unterschiede, also gerade was so Retrospektiven angeht. Bei den Chinesen, da wird dann halt nicht so offen über Probleme geredet. Das war dann ein bisschen schwierig, das auch nochmal zu vermitteln, dass es ja einem hilft, gerade über Probleme zu reden und dass man dadurch nur besser wird. Aber wie gesagt, das war, also wir haben das quasi außerhalb von Deutschland nochmal weitergetragen. Danke, dass du mich daran erinnert hast, Heinz. Ja, da ist eine meiner Visionen wahr geworden. Also ja. Das ist ja so ein Schneeballeffekt. Ja. Danke dafür. Ja, Sascha, vielen Dank für den Bericht. Gibt es jetzt unmittelbar dazu Fragen an Sascha, die wir jetzt klären sollten? Also wie gesagt, ihr müsst einfach nur euer Mikrofon freischalten und dann kann es losgehen. So, auch das scheint im Moment nicht der Fall zu sein. Nun haben wir gerade gehört, wie das Ganze also in der Praxis angekommen ist und wie es aufgenommen wird und was damit möglich ist. Und nun gibt es auch die Möglichkeit, diesen Handlungsrahmen letztlich tatsächlich für Trainings zu verwenden. Und das, was Heinz vorhin erzählt hat und Sascha berichtet hat, dass dort letztlich auch ein Agilin-Coach ausgebildet wurde, ein solches Training zum Agilin-Coach oder auch zum POT oder verschiedenen anderen Rollen, kann man also in ähnlicher Weise mit einem solchen Handlungsrahmen aufsetzen. Und dazu, liebe Lydia, kannst du jetzt mal berichten, wie ihr das macht mit den Trainings. Ja, vielen Dank, Volkmar. Kurz zu mir, ihr habt es wahrscheinlich schon gelesen, Lydia Keldenich ist mein Name, ich bin vertrete die Turn- und Taxis Consulting AG und ich hatte die große Freude, unter anderem mit Heinz gemeinsam das Agilin-Konzept zu überführen in ein Trainingskonzept und dazu habe ich euch ein paar Folien mitgebracht und ein paar Eindrücke. So, Moment, ich muss das umschalten gerade. So, also Agilin im Training. Eines unserer wichtigsten Prinzipien ist, dass wir sehr viel auf Visualisierung setzen. Und ihr seht hier zwei Boards, mit denen wir schwerpunktmäßig arbeiten. Auf der linken Seite seht ihr das Stage Result Board und auf der rechten Seite das Sprint Task Board.
Das Stage Result Board, wir sagen dazu, das ist ein Ergebnisszenario über die Zeit. Also hier werden die von den Kundenbedürfnissen aus die zu liefernden Ergebnisse definiert und dann entsprechend runtergebrochen. Das könnt ihr daran sehen, dass wir hier 6 Sprints aufgesetzt haben und dann festgelegt haben, welche Ergebnisse in welchem Sprint zu liefern sind. Auf das Training bezogen bedeutet das, dass wir natürlich den Sprintzyklus verkürzt haben, nämlich von 2 Wochen sind wir auf 1 Tag gegangen, sodass das Stage Result Board hier einen Überblick über die Ausbildung, also über dieses Training gibt. Im Grunde genommen könnte man sagen, so eine Art Agenda auf eine andere, auf agiline Weise visualisiert. Jetzt seht ihr den Kasten um Sprint 1 und den Pfeil, der auf das Sprint Task Board zeigt. Das heißt, diese orangenen Zettel, die ihr in dem Kasten seht, die sind auf dem Sprint Task Board jetzt etwas anders angeordnet. Also oben in der Zeile WBD sind die zu liefernden Ergebnisse oder die Deliveries beschrieben. Und dann wird weiter ausgeplant. Also dann haben wir gesagt, welche Abnahmekriterien und Qualitätskriterien haben wir denn? Woran erkenne ich denn, dass dieses Ergebnis auch in der geforderten Qualität geliefert wurde? Die sind in blau dargestellt. Die gelben Zettel dann darunter in der Spalte, das sind die To-Dos. Also wie kommen wir denn dahin? Was muss ich konkret tun? Und an der Stelle wird auch transparent, welches Wissen beispielsweise vermittelt wird und wie ich den Weg gehe, um das entsprechende Delivery zu liefern. Das Besondere an dieser, so und das Sprint-Taskboard zeigt die Agenda dann für einen Trainingstag. Allerdings sehr viel konkreter, weil die Topics hier ausformuliert sind und man direkt ein noch tieferes Gefühl dafür bekommt, was bedeutet das konkret, was machen wir denn konkret. Das Besondere an diesem Trainingskonzept ist jetzt, dass es nach einem Tag eine Retro gibt. Also es kann ja sein, also jede Trainingsgruppe, die wir haben, ist unterschiedlich und lernt unterschiedlich. Und uns war wichtig, ein Trainingskonzept zu schaffen, in dem man direkt die agilen Prinzipien lernen kann, also in dem wirklich die Teilnehmer das auch umsetzen. Wir gleichzeitig aber auch aus Trainersicht die Möglichkeit haben, die Inhalte und wie gelernt wird, an das Trainingstempo anzupassen, beispielsweise. Wenn jetzt eine Gruppe, wenn man mit einer Gruppe beispielsweise nicht alle geplanten Themen schafft an Tag 1, so kann man dann am nächsten Tag schauen, wo bringen wir das unter. Also der Sprint 2, der nächste Tag, wird dann mit der Gruppe gemeinsam so geplant, wie es dann für die Gruppe passt. Ihr seht hier auch noch grüne, hier, ich zeige es mal gerade, grüne Punkte, die wir aufgenommen haben. Das heißt, das sind optionale Themen. Die Gruppe hat noch ein Wahlrecht, sodass man hier wirklich individuelle Pläne dann erstellen kann. Dadurch wird die Durchführung des Trainings sehr flexibel, kann sich sehr gut an die Teilnehmer anpassen, ohne dabei das Trainingsziel aus den Augen zu verlieren. Denn das Trainingsziel ist ja auf dem Stage Result Board hier definiert, dass wir sagen, das sind die Ergebnisse und die Features, die wir am Ende dieser Tage erreichen wollen. Und dann gehe ich nochmal darauf ein, auf die agilen Prinzipien, jetzt auf so ein paar Kernprinzipien, die wir umgesetzt haben. Wir setzen in dem Training die typischen Artefakte ein, die wir auch in agilen Projekten, wie Sascha das beschrieben hat, nutzen. Dazu gehören die Boards. Ihr habt jetzt gerade mal einen Blick auf das Stage Result Board und auf das Sprint Task Board setzen können. Da gibt es aber auch noch weitere Boards, die, wie zum Beispiel ein Parkplatz, dann ein Board of Fame, wo man die erledigten Ergebnisse visualisiert, ein Kappa-Planungsboard, also welcher Teilnehmer ist wann da.
Da gibt es noch einige mehr, die wir nutzen. Dann setzen wir natürlich sehr stark auf Visualisierung. Man könnte sagen, wir visualisieren alles. Wir üben Routinen ein, wie Handzeichen. Das könnt ihr schön hier in dem unteren Bild sehen. Da seht ihr den Daumen nach oben. Das ist also ein typisches Handzeichen, mit dem gearbeitet wird. Es gibt noch ein paar andere. Wir setzen sehr stark auf Timebox mit einer Ausnahme. Aber die Ergebnisse haben immer ein gewisses Zeitfenster, in dem sie behandelt werden. Dann haben wir die Zeremonien wie Demonstration, Retrospektive und Konklave. Konklave ist das Projektplanungsmeeting, ich sage mal etwas vereinfacht. Und diese Zeremonien werden also so durchgeführt, dass natürlich am ersten Tag die Trainer sehr stark in der Rolle sind, diese Zeremonien zu moderieren. Und ab dem Tag 2 üben die Teilnehmer diese Rollen. Das heißt, wir machen wirklich einen Rollenwechsel, dass jeder mal in der Rolle des Teammitglieds ist, Agilen Master oder Coach oder auch als Product Owner aktiv ist, sodass ja, wir nicht nur in der Theorie erzählen, wie, welche Rollen und Zeremonien es gibt, sondern wirklich jeder Teilnehmer das auch üben kann. Und man merkt, so ab dem dritten Tag wird das flüssiger. Also dann tritt der Lerneffekt ein durch das selber tun. Wir haben einen hohen Anteil an Teamarbeit, natürlich immer mit einer Demo, dass die Teilnehmer dann demonstrieren, was sie erarbeitet haben. Das heißt, da sieht man auch direkt die Kompetenz, die während des Trainings aufgebaut wird. Und wir haben dann am Ende, am letzten Trainingstag etwas, das wir Kompetenzdemo nennen. Man könnte vielleicht denken, es ist auch so eine Art Prüfung. Das war mal so der Ursprungsgedanke, aber Demo gefällt uns besser. Und ein Bild, was das ist, das seht ihr hier oben, der junge Herr neben dem Flipchart. Eine Aufgabe der Kompetenzdemo ist es, ein zugelostes Agilin-Thema aufzuarbeiten, in eigenen Worten und eigenen Bildern dann den anderen Teilnehmern vorzustellen. Und was da passiert, das begeistert mich immer wieder, weil an dem Punkt wirklich der Transfer in den individuellen Arbeitskontext stattfindet. Das heißt, das Wissen oder die Kompetenz, die dann für die individuelle Arbeitssituation entsteht, das ist etwas, was kein Trainer lehren kann. Das kann nur in diesem ja, Miteinander geschehen und diesem doch sehr intensiven Üben und immer wieder selber tun und das intensive Auseinandersetzen mit der Materie. Und das ist ein Teil dessen, was die Teilnehmer wirklich mit in den Arbeitsalltag dann mitnehmen können. Ihr Thema, was Sie auch dann weitergeben können. So, und die 70-20-10-10, also das ist natürlich eines unserer wichtigsten Prinzipien. Das wird auch im Training angewendet. Ich kann es nochmal kurz zusammenfassen. Upsala. Kurz zusammenfassen, dass wir ca. 10% so formales Wissen haben, was man sich auch ja, so als Definition einfach aneignen kann. Die 20% dann das angeleitete Tun durch die Trainerteams und 70% der hohe Anteil an selber tun, also wirklich Zeremonien moderieren, Arbeitsinhalte selbstständig erarbeiten und präsentieren. Und diese zusätzlichen 10%, das ist dann das, was jeder für seinen individuellen Arbeitskontext lernt und mitnimmt. So, dazu Fragen. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht zu lange geredet. Nee, wunderbar, Lydia. Und ein paar Fragen sind schon auch im Chat aufgepoppt und Heinz hat das eine oder andere schon beantwortet. Okay. Ich gucke gerade nochmal, Karl-Heinz hatte die Frage gestellt, ob sich die Teilnehmer sozusagen die Schulung erarbeiten, also die Inhalte beziehungsweise das Stage Result Board. Kannst du da nochmal was zu sagen? Es geht ja um die Ausbildung zum Master Coach oder zum POT. Ja. Ja, also ist es so, dass die Ausbildungsinhalte natürlich festgelegt sind von uns. Wir haben die, also um jetzt in der Agilin-Sprache zu bleiben, das Product Owner Team, also die Projektergebnisse, die werden vorgegeben von
Heinz und seinem Team. So, die haben wir gemeinsam erarbeitet, weil wir ja auch eine gewisse Qualität liefern wollen. Das heißt, jemand, der sich Agilin-Coach nennen darf, der muss ja ein gewisses Know-how einfach mitbringen. Ja, insofern ist das Stage Sideboard nicht flexibel, sondern das ist von uns vorgegeben. Und auf die Ergebnisse müssen wir hin. Aber das, was passiert ist, dass die Ergebnisse, die dann definiert worden sind, die können flexibel eingeplant werden. Und dadurch, dass wir auch optionale Inhalte haben, können wir gemeinsam mit der Trainingsgruppe Schwerpunkte setzen. Das ist möglich. Und es ist durchaus natürlich auch möglich, dass dann noch andere Punkte, die wir jetzt nicht vorhersehen können, dass die in den Trainings hochkommen, die dann auch ihren Raum finden. Der Simon hatte noch mal eine Frage gestellt. Ja, Heinz, willst du noch mal erläutern? Ja, ich würde es gerne noch mal auf die agilen Prinzipien zurückführen. Die Ergebnisse, die sind definiert, weil die müssen erreicht werden. Also eine gewisse Kompetenz muss erreicht werden. Dieses Wie wird jeden Tag gemeinsam abgestimmt, manifestiert sich in diesen To-Dos. Aber es geht immer darum, diese Ergebnisse zu erreichen, auch die Ergebnisse zu demonstrieren. Also es gibt immer in Agilin definierte Ergebnisse mit abgestimmten Abnahmekriterien. Ja, dazu nochmal, der Simon fragt konkret, und du hast es vorhin schon gesagt, Lydia, aber vielleicht können wir es nochmal herausgreifen, wie funktioniert so eine Kompetenzdemo, die Demonstration of Competence, nicht? Also die ist dreigeteilt. Das heißt, wir haben einmal, prüfen wir formales Wissen ab. Das ist ein Fragebogen, der zu beantworten ist, mit geschlossenen Fragen und drei offenen Fragen. Das ist der Teil 1. Ein zweiter Teil ist immer der Vortrag. Das heißt, wir haben eine Sammlung von Agilin-Themen, die werden zugelost. Das heißt, jeder Teilnehmer darf sich Sascha, du kennst das bestimmt noch, darf sich ein Thema ziehen und dann überrascht sein. Nein, aber da gibt es auch die Möglichkeit, nochmal zu tauschen. So, dann gibt es dieses Thema zum Beispiel, warum sind Zeremonien wichtig? Ja? Oder wie sind die Aufgaben eines Product Owner Teams abzugrenzen? Und dann haben die Teilnehmer 10 Minuten Zeit oder 20 Minuten Zeit, diesen Vortrag fachlich inhaltlich vorzubereiten und beispielsweise Flipchart zu erstellen. Und dann gibt es einen Vortrag von 5 Minuten und dann noch eine Diskussionsrunde hinterher. Und dann gibt es noch einen Teil, der abhängig ist davon, welche Ausbildung wir gerade durchlaufen. Ich nehme jetzt mal als Beispiel die Ausbildung zum Agilin-Coach. Da ist uns besonders wichtig, dass da Coaching-Skills auch thematisiert werden. Und da wird zum Beispiel ein Beispielkonflikt wird gecoacht. So, ne, das ist dann so ein Praxisanteil nochmal. Ja, und das Ganze geht ja auch so noch weiter, dass die Teilnehmer selbst dann morgens ihre Dailies machen, dass die ihre Retrospektiven machen und. Alle Dinge, die der Sascha vorhin berichtet hat, finden ja im Training mit den Teilnehmern auch statt. Ja. Ich würde gerne noch zwei Sachen ergänzen. Wir sind oft wirklich total überrascht und fasziniert, wie die Teilnehmer dann ein Thema darstellen und welche neuen Aspekte die da nochmal denen wichtig sind. Und es gibt viele, viele von diesen kleinen Demonstrationen der Teilnehmer, die dann in unser nächstes Thema, in unser nächstes Training eingeflossen wird. Und das ist für mich immer dieser Punkt, dieses mehr an 10%, was einfach dadurch entsteht, ihr werdet den buddhistischen Spruch kennen, der Lehrer und der Lernende schaffen gemeinsam die Lehre. Und das passiert da. Und das andere, was uns anfangs sehr erschreckt hat, ist, dass wir Menschen ausgebildet haben, 5 Tage, dass wir dann Gott sei Dank bei denen in der Firma dabei waren, wo dann zum ersten Mal so ein Coach so ein eigenes Team angeleitet hat und es einfach wirklich nicht in die Praxis konkret umsetzen konnte. Also trotz all der Erfahrung, trotz all diesem Wissen, was wir in den Tagen vermitteln, braucht es dieses begleitete Tun, um das nachher auch schnell und zielführend in den Firmen einzusetzen.
Ja, vielen Dank. So, jetzt schaue ich nochmal. Der Joachim hatte ja eine Frage gestellt. Was ist der zentrale Nutzen dieser Vorgehensweise? Da kann ich gleich einhaken. Also all das, was da steht mit dem Fragezeichen, all das. Also man wird flexibler, die Tasks oder die Aufgaben, die dort runtergebrochen werden, werden individueller und vor allen Dingen man kann, also wenn es sinnstiftende Arbeiten ist, beziehungsweise wenn sich die Leute damit identifizieren, sind sie auch sehr nah am Kunden. Also man kann wirklich auch nah am Kunden arbeiten. Da gibt es natürlich noch andere Arbeitsweisen oder gerade in wenn man anfängt, Produkte zu entwickeln wie Design Thinking. Also es sind noch andere Sachen, aber die Kundenorientierung findet dort auch statt. Ja, schön. Noch Ergänzungen dazu? Gut. Dann hatte der Simon noch gefragt, ja, für welche Lerninhalte eignet sich ein solches Vorgehen, für welche nicht? Das ist sicher nicht ganz so einfach zu beantworten. Wir wissen, dass es dieses Edu-Scrum beispielsweise gibt und es gibt natürlich auch andere Vorgehensweisen. Also insofern, wollt ihr dazu noch kurz was sagen, aus eurer Erfahrung? Ja, ganz, ganz spannend. In einem unserer Training war eine Praktikantin, die auf Lehramt studiert. Und die hat dann überlegt, wie man diesen Ansatz wirklich in der Schule auch umsetzen kann. Und letztlich sind diese Inhalte völlig egal. Also die Methode ist nicht abhängig von irgendwelchen Inhalten. Es erzwingt aber immer dieses die Definition der Ergebnisse und der Abnahmekriterien. Und ich habe vor einigen Jahren auf dem Corporate Learning Camp einen Lehrer begeistert, der das dann in seiner Klasse umgesetzt hat und er sagte, das hat super funktioniert, ich hatte nur sehr viel Arbeit, weil ich musste dann genau die Ergebnisse festlegen, die Schüler dann, selber, die mussten die Ergebnisse erreichen und die musste ich vorher festlegen und zeitnah einfach auch immer wieder reviewen. Das war viel Arbeit, sagt er für mich. Also deshalb ist der Inhalt, ist da, glaube ich, nicht erheblich oder nicht bedeutsam. Ich würde vielleicht noch ergänzen, der Inhalt ist alles, was nicht, also das würde auch gehen, aber da gibt es einen erprobten Prozess in der Software. Der Inhalt, zumindest bei uns in der Firma, ist alles, was nicht Software ist. Also das kannst du im Marketing anwenden, das kannst du im Controlling anwenden, das kannst du überall anwenden, weil diese Methodik quasi universell ist auf Projekte, weil es eigentlich darum geht, Projekte und Aufgaben klein zu schneiden und die Leute zu befähigen, sie auch zu tun. Ja, der Joachim hat noch eine Frage gestellt. Wie sehen beispielsweise die Abnahme- bzw. Qualitätskriterien aus, also die Definition of Done? Wer mag da was zu sagen? Bei der schriftlichen Demonstration ist das relativ einfach, weil da sollten die Lernergebnisse demonstriert werden, dass die Lernergebnisse verstanden worden sind. Was ich sehr spannend fand, war eine Aussage von einem, diese Fragen zwingen einen nochmal tiefer hineinzudenken. Also selbst bei der Beantwortung der Fragen passiert nochmal Kompetenzaufbau. Die Demonstration, also wenn die höchste Kunst für mich der Kompetenz ist, wenn ich mein Wissen selber weitervermitteln. Das ist ja auch ein Part bei uns. Und das wird dann von der gesamten Gruppe inklusive der Trainer einfach bewertet oder nicht. Und uns geht es ja auch darum, dass da wirklich Kompetenz entsteht. Und das passiert da.
Sehr schön. Der Karl-Heinz hatte nochmal eine Frage gestellt und eingeführt, dass es eben in agilen Teams ja bewusst so gemacht wird, dass es crossfunktionale Teams sind. Und jetzt fragt er, wenn alle im Training persönlich zum gleichen Ziel kommen sollen, dann gilt dieser Vorteil hier nicht? Fragezeichen. Also es ist so in diesen Trainings, da sind ganz unterschiedliche Perspektiven und da sind ganz unterschiedliche Teammitglieder. Tatsächlich habe ich selbst erlebt. Und ja, Lydia oder Heinz, wollt ihr was dazu sagen? Karl-Heinz, es ist ein Unterschied, ob ich jetzt in einer agilen Coach oder Master oder Product Owner Ausbildung gehe. Was wir im Moment nicht machen, sind jetzt fachspezifische Trainings, die man sicherlich genauso machen kann, aber das ist im Moment nicht unser Ansatz. Ja, also diesen Vorteil, den crossfunktionalen Teams haben, den muss man unbedingt stärken, da bin ich bei dir. Ja, und selbst im Training ist es ja so, dass dann unterschiedliche Aspekte aufgeworfen werden, die wiederum einen Effekt haben, im Team besser zu lernen. Gut, ihr Lieben, wir sind jetzt eine Viertelstunde noch online und ich möchte ganz gerne noch einladen, unsere Teilnehmer einladen, Fragen zu stellen, auch zu den 13 Prinzipien, die wir auf der Webseite geäußert haben oder aber auch zu anderen Themen. Und bitte schaltet euch ruhig das Mikrofon frei und frisch von der Leber stellt eure Fragen. Ja, Manuel. Also ihr müsst unten dieses Mikrofon freischalten. Unten sind ja diese drei blauen Punkte, ein roter und da einfach das Mikrofon freischalten, dann seid ihr sofort online. Also solange ihr noch mit der Technik kämpft, vielleicht noch eine Anmerkung von mir, warum mir das Lean so wichtig geworden ist. Weil hinter Lean letztlich der Kundennutzen steht. Und bei Scrum, bei der Software, ist das relativ einfach. Die machen User Stories in 14 Tagen. Die erzeugen also einen Kundennutzen in 14 Tagen. Da braucht man darüber nicht nachdenken. Aber wenn ich andere Projekte habe, dann und ich teile das in kurze Sprints, dann muss man sehr wohl darüber nachdenken, welche Ergebnisse brauchen wir und was ist der Kundennutzen. Und ich habe mit der Hochschule Koblenz, mit Professor Komus, habe ich eine Umfrage gemacht zum Thema hybrider Produktentstehungsprozess. Da waren nur 30% der Teilnehmer der Kundennutzen wichtig. Und nur 20% der Teilnehmer war der Profit der Organisation wichtig. Das hat mich ein bisschen geschockt. Also da geht es den Menschen immer um das Wie oder oft um das Wie und nicht dieses Wozu. Und das war der Grund, warum wir die agilen Prinzipien einfach auch nochmal um die Komponente des Wozus, des Mehrwerts und des Werteflusses ergänzt hat. Habe. Ja, ich sehe jetzt hier noch keine Meldung. Vielleicht können wir einfach mal noch genau das, was du gerade schon angefangen hast, Heinz, sagen, wo wir insbesondere, sagen wir mal, eine Erweiterung der Prinzipien des agilen Lernens sehen gegenüber dem, was Nele Graf so schön in ihrem Buch beschrieben hat, also den agilen Ansatz, den rein agilen. Du hast es ja gerade schon angefangen. Kannst du die nochmal eben teilen mit uns oder Lydia? Ich bin auf dem Weg.
Das ist gut. Ja, sehr schön. Siehst du schon was, Volkmar? Ja, ich sehe schon was. Ich sehe schon was. Es geht ja los eben mit der höchsten Priorität, ist die Ermöglichung eines individuellen, kontextbezogenen Kompetenzaufbaus, Klammern Value, durch die Bereitstellung eines Lern- und Handlungsrahmens, der einen konkreten Bezug zum Arbeitsumfeld hat. Das war ja sozusagen das erste Prinzip. Ja, wichtig ist da einfach dieser konkrete Bezug zu dem, was da gerade passieren muss. Also der Bedarf entsteht ja während des Arbeitens, stelle ich ja fest, dass mir da eine gewisse Kompetenz fehlt und dann eine Möglichkeit zu finden, die schnellstmöglich aufzubauen. Aber es hat immer den Bezug zum Ergebnis, das erforderlich ist. Ja, und wir hatten bei Discuss, hatten wir glaube ich auch schon angefangen, diesen zweiten Punkt zu diskutieren. Also wir werden, wie gesagt, bei Discuss die Fragen ja noch beantworten, aber wir können das ja mal hier auch vorwegnehmen. Im zweiten Prinzip ging es ja um die Überprüfung und gegebenenfalls Anpassung der Lernziele, dass die kontinuierlich erfolgen und Änderungen, die eben zu einem wirklich definierten Mehrwert führen, sind willkommen, auch im laufenden Lernprogramm, so auch beispielsweise in den Trainings, ohne dass das Wozu verwässert wird. Ja, das ist das, was wir gemeinsam mit den Teilnehmern machen, wenn wir morgens den Tag planen, quasi diesen Eintages-Mini-Sprint und Teilnehmer angepasst sagen, welche Ergebnisse braucht es, was braucht ihr mehr oder weniger, wo möchtet ihr die Schwerpunkte hinlegen. Also da einfach eine flexible Gestaltung des Trainings. Und wobei uns einfach wichtig ist, dass die Kernkompetenz vermittelt werden muss. Ja, gut. Dann haben wir als drittes, der Kompetenzaufbau erfolgt kontinuierlich. In kurzen Zyklen werden die Arbeitsergebnisse demonstriert und reflektiert, die durch den Kompetenzaufbau möglich wurden. Auf der Metaebene wird der Kompetenzaufbau reflektiert, verankert und optimiert. So, und der Simon hat hier noch eine Frage jetzt gerade im Chat gestellt. Spannend wird es doch, wie es in der Praxis ganz konkret aussieht. Viele andere Dinge, die solchen agilen Workshops über traditionelle Workshops hinausgehen. So gerne auch mit einem konkreten Anwendungsthemen und Fallbezug. Jetzt an Lydia. Kann man irgendwo noch mehr über eure Umsetzung lesen und erfahren? Ja, also erfahren auf jeden Fall. Dazu könnt ihr mich auch gerne ansprechen und kontaktieren. Wir können da gerne abseits jetzt auch der Session zu telefonieren. Lesen bald. Wir arbeiten daran. Es ist im Moment noch ein bisschen schwierig, deswegen das Angebot, sprecht mich gerne an. Ja, und der Joachim hat nochmal eine Frage gestellt. Ist es so, dass man immer ein vorgegebenes Kompetenzziel braucht? Ich möchte gerne auch nochmal den Unterschied machen zwischen Agilin im Training und Agilin in Projekten. Der Handlungsrahmen Agilin wird ja in den Trainings vermittelt und dann im Projektkontext, also im wirklichen Arbeitskontext dann auch
etabliert. Und dann sind ja die Inhalte nicht mehr das Lernziel an sich, sondern das Entwicklungsziel, dass ein bestimmtes Produkt oder Feature entwickelt werden soll. Und daran orientiert sich dann der Kompetenzaufbau. Das ist mir nochmal wichtig, dass ihr das auseinanderhaltet. Wir haben ein fraktales System aufgebaut, also was sehr selbstähnlich ist. Das heißt, Agilin findet sich im Training wieder und ist auch die Trainingsmethode, die dort schon geübt werden kann. Und das, was dort geübt wird an Rollen, an Zeremonien, das wird dann im nächsten Schritt in die Praxis überführt, in ein konkretes Entwicklungsprojekt oder ein anderes Projekt. Und in dem Moment ändert sich der Inhalt. Und dann ändern sich natürlich auch die Lernziele. Ja, sehr schön. Vielen Dank. Die Marion hat noch eine Frage gestellt zum Thema Value. Value, wo findet sich der Value im Prozess oder in den Inhalten? Wo findet sich der Value wieder? Was verstehen wir darunter? Heinz, willst du was dazu sagen? Ja, kann ich. Ich habe übersetzt das immer mit emotionaler Kundennutzen. Also wenn du wissen willst, wo der Value ist, musst du wissen, wer der Kunde ist. Und wenn du den Kunden kennst, musst du wissen, was zaubert ein Lächeln auf sein Gesicht? Was braucht er dafür? Und das ist nicht einfach. Und wenn ich das jetzt aus Sicht unserer Teilnehmer an unseren Lehrgängen sehe, ist das, dass sie nachher nach Hause kommen, die Methode erfahren haben, selbst erste Schritte im Training gemacht haben und das idealerweise zu Hause umsetzen können, was sich als schwierig erwiesen hat. Und wenn ich das aus Projektsicht sehe, ist die Frage, für wen entwickle ich ein Produkt und was ist das, was den Kunden begeistert? Und der andere Kunde ist immer die Organisation. Ich muss es also so machen, dass da der Aufwand in der Organisation kleiner ist als der verkaufbare Nutzen. Und die Kunst ist es jetzt, dieses große Bild des Nutzens herunterzubrechen auf die einzelnen Iterationen, auf die einzelnen Takte. Ja, ganz vielen Dank. Mit Blick auf die Zeit möchte ich jetzt die weitere Diskussion auch auf Discuss verlegen, denn da gibt es schon eine Reihe von wertvollen Fragen und Anregungen und ich hatte es schon mehrfach erwähnt, wir werden uns diesen Fragen und Anregungen auf jeden Fall noch widmen. Das heißt also, da wird es auf jeden Fall noch eine weitere Diskussion geben. Also seid bitte nicht traurig, dass ich das jetzt hier so abbreche, aber ich möchte sehr gerne noch auch das Otto-Bock-Team, und da habe ich gesehen, da sind einige dabei, hier mit einbringen, denn die werden also den nächsten Sprint am 9.11. gestalten. Und vielleicht, liebe Dorit, kannst du uns sagen, was uns in dem nächsten Sprint erwarten wird? Ja, hallo Volkmar, hallo liebe Corporate Learning Community. Wir nutzen natürlich sehr gern die Möglichkeit, heute euch schon mal einzuladen für den 9.11. Und wir wollen uns gern mit euch austauschen zum Thema Kompetenzen von L&D-Professionals. Also wir sind ja in unserem Arbeitsalltag immer sehr oft dabei oder meistens dabei, uns Gedanken zu machen, wie wir unsere Mitarbeiter, unsere Führungskräfte, unsere Kunden weiterentwickeln können, aber wir beschäftigen uns sehr selten mit uns selber. Und deshalb planen wir einen Sprint und im Vorfeld 2 Wochen vorher auch einen Twitter-Chat zu diesem Thema anzubieten. Dann am Ende mit dem Ziel, dass wir nach dem Sprint rausgehen und als Corporate Learning Community Ideen, Anregungen, Gestaltungsvorschläge haben, wie wir uns als Corporate Learning Community das Jahr 2019 gestalten können, um uns gegenseitig ja weiterzuentwickeln und wirklich zielgerichtet an unseren eigenen Kompetenzen weiterzuarbeiten. Ja, wunderbar. Dann können wir uns also auch schon auf den nächsten Sprint freuen.
Für heute darf ich mich ganz herzlich bedanken, insbesondere bei Lydia, Sascha und Heinz für die tollen Impulse, aber auch für die ganzen Fragen aus der Teilnehmerschaft. Herzlichen Dank und ich weise nochmal darauf hin, sehr gerne geht es bei Discuss weiter. Wir freuen uns auf Fragen und Anregungen und werden auch dazu entsprechend Stellung nehmen. Ich wünsche allen Teilnehmern, Teilgebern heute ein wunderschönes Wochenende und bis